und Bürgermeister Günter Nowak. Bitte, Herr Bundesrat. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, die Kolleginnen und Kollegen, jetzt habe ich von so vielen Millionen gehört. Im Grunde genommen baut sich meine Rede jetzt nur auf das Thema AIBOC auf. Und wir wissen alle, dass diese Verwerfungen, die auf den Energiemärkten absurd hohe Strompreise, dass wir absurd hohe Strompreise haben und damit verbunden starker Anstieg des Großhandelpreises am Strommarkt, sind dann auch die Kosten und die Beschaffung von Netzverlust Energie signifikant angestiegen. Und das betrifft das AIBOC jetzt. Die allgemeinen Energiepreissteigerungen hat sich auch hier in gleichem Maße durchgeschlagen. Und gemäß AIBOC 2010 sind nämlich die Netzbetreiber für die Beschaffung der Transportverluste verantwortlich. Und diese kaufen den Strom natürlich auch zu hohen Börsenpreisen zu, was natürlich auch wieder den Effekt nach sich zieht, dass sich diese Mehrkosten auf die einzelnen Haushalte abgewälzt werden. Bereits im Dezember, Kollege vorher hat es schon gesagt, wurde diese Entwicklung, auf diese Entwicklung reagiert, sodass in der aktuellen Regelung im ersten Halbjahr ein Zuschuss von 173 pro Megawattstunde für die Beschaffung an Netzverlustenergie geleistet wurde. Dadurch wird die Kostensteigerung, die sonst rund 100 Euro pro Haushalt und bei den Unternehmen mit höheren Netzkosten entsprechend mehr betragen würde, für diesen Zeitraum um 60% gemindert. Das war aber zu wenig und das hat sich gezeigt, dass diese Kompensation nicht ausreichend sein wird, denn diese derzeit sinkenden Energiekosten werden beim Endkunden nicht so schnell ankommen. Um eine weitere Entlastung der Haushalte sicherzustellen, wurden 225 Euro für eine Megawattstunde auf eine Förderdauer auf das gesamte Jahr 2023 vorgesehen. Und das bedeutet immerhin einen Aufwand von 558 Millionen Euro. Daraus resultiert jedoch eine Abfederung der Mehrbelastung von 80%. Das ist auch gut so und bedeutet eine große Entlastung für die Haushalte und für das Unternehmen oder für die Unternehmungen. Aber auf Dauer kann eine Lösung wie die derzeitige doch nicht zielführend sein. Anstelle von Bezuschussung von großen Summen in dieser Art und Weise und dem Steuergeld muss die Problematik über eine reine Symptombekämpfung hinausgehend einer nachhaltigen strukturellen Lösung zugeführt werden. Und die SPÖ hat diesbezüglich, so habe ich das auch nachgelesen, bereits in einen Entschließungsantrag im Nationalrat eingebracht, der Weg führt tatsächlich an einer systemischen und europarechtlich haltbaren Lösung nicht vorbei. An einen solchen gilt es nun vorrangig zu arbeiten und das habe ich auch mitgelesen, Frau Bundesministerin, dass Sie das auch versprochen haben, in diese Richtung zu führen. Derzeit ist noch keine solche Lösung in Sicht, aber es wird gearbeitet daran. Und abschließend vielleicht noch einen Satz. Freilich wissen wir natürlich alle, es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Stromkosten durch den Ausbau der erneuerbaren Energie in Zukunft nur zu senken sind. Danke. Danke. Herr Bundesrat, zum Wort gemeldet hat sich nun Herr Bundesrat Dr. Johannes Hübner.